Er hat es geschafft. Robert Tierbach aus Kolkwitz gehört zu den besten Nachwuchshandwerkern in Südbrandenburg. Gestern Abend wurde der Stuckateur zusammen mit 23 weiteren Junggesellen im Meistersaal der Handwerkskammer Cottbus geehrt. Damit würdigt die HWK ihren Nachwuchs für das gute Abschneiden beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks. Der Wettbewerb in Brandenburg, der war schon recht anspruchsvoll, aber in Biberach, da wo der Bundeswettbewerb war, der war schon extrem. Also war jetzt wirklich, von der Zeit her hat es auch wirklich gar keiner geschafft, aber war eine gute Erfahrung und hat Spaß gemacht. Seit 1951 wird der Wettbewerb durchgeführt. Er verläuft in 4 Stufen. Angefangen bei der Innungsebene, gefolgt von der Handwerkskammer und Landesebene bis hin zur Bundesebene. Für den Vizepräsidenten der Handwerkskammer Cottbus, Hans-Joachim Vauri, sind die 24 Junggesellen ein gutes Paradebeispiel. Aus seiner Sicht können solche Ergebnisse nur mit viel Durchhaltevermögen erzielt werden. Wenn die die richtige Einstellung haben in der Schule und im Ausbildungsbetrieb zuhören, mitmachen, mit den Augen stehlen, wenn man das so sagen darf, und sich immer wieder neu üben jeden Tag und die richtige Einstellung haben, dann funktioniert es ja auch. Bildungsministerin Martina Münch kann das nur bestätigen. Sie betonte noch einmal, wie wichtig gute Fachkräfte sind und dass es sie stolz macht, solch motivierte Auszubildende zu ehren. Stolz ist auch Marcel Schmidt. Der 27-Jährige hatte gleich doppelten Grund zur Freude. Der Straßenbauer wurde nicht nur Kammersieger, sondern auch Landessieger. Mit einem Praktikum hat für ihn die Laufbahn begonnen. Ich konnte in den Betrieb reinschnuppern und habe dort bei der Arbeit gemerkt, dass das was für mich ist. Also die Ausbildung praktisch zum Straßenbauer könnte mir gefallen, Spaß machen. Und habe mich dann aufgrund dessen dafür entschieden, Straßenbauer zu werden. Doch auf ihrem Ruhm wollen sich Marcel Schmidt und die anderen frisch ausgezeichneten Junghandwerker nicht ausruhen. Für fast alle steht das nächste Ziel schon fest, die Meisterprüfung.